Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren dritten Liga-Talk bei uns hier auf Krone.at und Krone.tv. Dieses Mal mit Željko Rstić, dem Meistertrainer des ASK Ebrelsdorf aus dem Vorjahr und dem scheidenden Trainer des ASK Ebrelsdorf nach dem Sieg beim Wiener Sportclub. Hallo Željko. Servus Marco, grüß dich. Du bist ja eigentlich einer, der uns immer wieder Kempo Korni geschickt hat. Aber wir wissen, du hast keine Angst vor Fernsehkameras, du kommst auch gerne zu uns ins Studio, nur hin und wieder brauchst du ein bisschen mehr Abstand vom Fußball und von dem ganzen Trubel, weil du auch ein sehr emotionaler Trainer bist. Wie schaut es derzeit aus? Deine Gemütslage, lange jetzt nichts mit dem Fußball zu tun gehabt? Eigentlich sehr, sehr gut. Ich genieße die Zeit mit der Familie, unternehme sehr viel mit der Familie, auch überhaupt mit meiner kleinen Tochter. Ja, es ist eigentlich eine sehr schöne Familienzeit zurzeit. Man kann sagen, Željko Rstić ist tiefenentspannt. Kann man sagen, ja. Die Liga ist ja beendet. Das heißt, leider werden wir dich jetzt vielleicht doch, ich sage jetzt einmal, Letztstand leider nicht mehr auf der Trainerbank des ASK Ebersdorf sehen. Ihr habt ja eine Trennung bekannt gegeben vor einigen Wochen. Dass es so abrupt endet, mit dem hätte wohl keiner gerechnet, oder? Ja, mit dem kann man nicht rechnen, ja, ganz klar. Hätte keiner damit gerechnet, ja. Wie geht's dir dabei? Denkst du jetzt so, die Entscheidung war richtig? Oder ich wäre natürlich gerne noch 12 Runden Trainer gewesen beim ASK Ebersdorf, aber ja, so ist es halt. Die Entscheidung war sicher richtig, wie ich schon auch bei einem Interview gesagt habe. Ich glaube, dass jeder mit seinem Ego zurückschrauben sollte und auf die Gesundheit achten sollte. Ich habe Eltern in dem Bereich 60 Jahre herum und da ist mir wichtiger, dass die gesund drüber kommen und meine ganze Familie und auch alle anderen Leute, ganz klar. Da sind die 12 Menschen nicht so wichtig. Ego runterschrauben, sind wir gleich beim Thema. Ich glaube, das haben einige vielleicht sogar falsch verstanden. Wie hast du das jetzt richtig gemeint? Ego runterschreiben heißt nicht, ich muss mein Ego runterschrauben, sondern allgemein, oder? War dieses Ego der Leute auch gemeint, quasi, dass es derzeit wichtigere Sachen gibt als Fußball? Nein, eigentlich mein Ego, weil ich wurde gefragt, wie ich das jetzt nehme, wegen den 12 Spielen. Ja, sicher wäre es schön, sich anders zu verabschieden, ganz klar, aber das habe ich gemeint, mein Ego. Ich muss mein Ego zurückschrauben, werde ich halt irgendwann zu einem anderen Termin verabschiedet und sind die 12 Runden halt jetzt nicht mehr da, aber das war mit Ego gemeint. Ja. 31 Punkte, dritter Platz ist es schlussendlich geworden in der dritten Liga. 34. Bitte? 34 Punkte. 34 Punkte, Entschuldigung, genau, ich habe 17. Runde offen, 18. Runde ist ja natürlich gespielt worden beim Wiener Sportclub, natürlich 34. Die 3 Punkte wollen wir dir nicht wegnehmen, noch beim Sportclub, beim Ex-Verein, und es waren ja auch die letzten 3 dann. Kann man trotzdem zufrieden sein, auch wenn viele jetzt sagen, naja, Ebrelsdorf, man hätte vielleicht mehr erwartet von Ihnen, aber dritter Platz, 34 Punkte, ist vollkommen okay, oder? Ich glaube, jetzt auch 2,5 Saisonen oder sagen wir jetzt vielleicht auch dritte Saison, jetzt die letzte Saison, war eine sehr, sehr schöne und erfolgreiche Zeit. Und das gewisse Leute, ist eh klar, dass immer Leute haben, die was dagegen reden, aber jedes Jahr war für mich erfolgreich und auch jetzt das letzte, ganz klar. Nach dem Meistertitel natürlich hängen da auch in Ebersdorf dann die Trauben hoch und in den letzten Spielen vor dem Sportclubspiel hat er das noch nicht so, dieses Zahnrad, sage ich jetzt mal, ineinander gepasst. Mit dem Sieg beim Sportclub hat man aber sehr aufgezeigt, muss man auch sagen, hat mir sehr imponiert, wie deine Mannschaft gespielt hat. Die 2 Tore von Alaca waren überhaupt das Sahnehäubchen noch drauf. Was hätten wir dann noch so erwarten können? Wirklich die Steigerung, jetzt sind ein paar Verletzte wieder zurückgekommen, die Mannschaft ist wieder intakt geworden. Was ja du auch Probleme hattest, in der Offensive sehr viele Chancen rausgespielt, aber auch sehr viele verhaut. Auch gegen den Sportclub, muss man sagen. Robert Weinstaub hat gesagt, sie hätten auch 2-0 führen können, aber sie hätten auch 4-0 zurückgehen können, glaube ich, in der ersten Halbzeit. Sie hätten 2-0 führen können. Er analysiert ja immer sehr gut, der Robert. Aber sie hätten auch 4 Tore kriegen können in der ersten Halbzeit. Das muss man halt auch so sehen. Ja,
sicher, du hast einmal Phasen drin, wo du nicht jedes Match gewinnst, oder bei uns waren es, glaube ich, 7 Match, wo du, glaube ich, 4-mal unentschieden gespielt hast, 1-mal gewonnen hast gegen Leondorf und 2-mal verloren hast. Das passiert im Fußball, war halt in Ebersdorf selten der Fall. Ja? Aber trotzdem, so wie du richtig sagst, haben wir 34 Punkte und sind Dritter und es wären halt noch 12 Runden zum Spielen gewesen. Wir haben gewisse Sachen erkannt im Herbst, ja, und haben darauf reagiert. Und ich glaube, dass diese Mannschaft jetzt besser zusammengepasst hätte als die im Herbst. Das ist meine persönliche Meinung. Und wir haben das sehr gut am Transfermarkt gearbeitet im Winter. Wir haben das System auch geändert. Vom 4-2-3-1 oder 4-4-2 aufs 4-3-3. Und das hat sehr gut zur Mannschaft gepasst. Haben gegen Wiener Linien, waren wir, glaube ich, auch die bessere Mannschaft, hätten gewinnen müssen. Durch den Wolki ein Tausender vergeben und erste Halbzeit auch eine sehr gute Chance, wo er dabei war. Und haben eine sehr gute Vorbereitung gespielt, wo wir GRK geschlagen haben, wo wir gegen FAC gleichwertig waren, wenn nicht sogar besser. Also es wäre schon in eine gute Richtung gegangen, aber was wäre wenn, ja. Das ist jetzt nicht der Fall und es ist so, wie es ist. 12 Runden wären noch zu spielen gewesen. Die Meisterschaft ist jetzt annulliert und abgebrochen worden. Was sagst du zu diesem Thema, dass die Meisterschaft annulliert wird, das heißt keinen Meister, keinen Absteiger gibt? Findest du etwas ein bisschen traurig und schmälert oder hebt die Leistungen der Mannschaften nicht so heraus jetzt? Die Funktionäre haben sie auch nicht einfach. Ja. Jetzt hast du 9 Millionen Funktionäre. Sonst hast du 9 Millionen Teamchefs, jetzt hast du so viele Funktionäre. Ich finde es halt schade, dass die Meister nicht aufsteigen können, aber wie gesagt, ich möchte nicht in der Haut von den Funktionären stecken. Es hätte vielleicht auch andere Lösungen geben können. Sie haben sich für einen entscheiden müssen. Das haben sie gemacht. Ich persönlich hätte es vielleicht ein bisschen anders gemacht, aber nochmal. Was hättest du anders gemacht? Das würde uns jetzt interessieren. Ja, vielleicht hätte ich noch ein bisschen gewartet oder wäre in der nächsten Saison dann mit den Punkten von dieser Saison reingegangen oder hätte den Ersten als Meister lassen oder aufsteigen lassen. Rapid 2, Minjelko Minradovic, super Arbeit geleistet. Der hat das übernommen, wo es nicht so gut gelaufen ist, hat das super gedreht. Halt sehr viel von ihm. Und Rapid hätte sich auch verdient, Meister zu werden oder aufzusteigen. Mansdorf, Top-Saison, muss man sagen. Und so geht es halt auch weiter. Siegendorf, Vienna, Simmering, weiß nicht, ich habe mir jetzt nicht die Tabellen alle angeschaut, aber vielleicht, dass man die Punkte mitnehmen könnte. Ja. Aber wie gesagt, sie haben was entscheiden müssen, das haben sie gemacht und ich bin froh, dass ich das nicht entscheiden muss. Wie geht es dir jetzt so ohne Fußball? Jetzt deine Mannschaft, die werden ja sicher Heimtraining bekommen haben von dir, weil es ja auch eine Zeit lang geheißen hat, vielleicht geht es ja weiter. Wie ist das jetzt so? Haben die noch etwas zu trainieren? Haben die Heimtraining bekommen? Wie schaut das da aus? Wenn jetzt zum Beispiel ein bisschen Lockerungen sind, fangt ihr wieder an zu trainieren? Mit dir oder mit dir? Macht das dann der Ken? Ich muss halt sagen, für uns Trainer ist das sicher eine schwierige Phase, genauso wie für die Spieler, weil ich bin kein Athletiktrainer. Das muss man halt auch sagen. Sie kriegen ein Programm. Ich habe angefangen mit 5 Läufen, dann habe ich mit gewissen Spielern gesprochen. Der Trainer ist ein Wahnsinn für den Kopf. Dann haben wir es jetzt gedreht, 4 Läufe. Jetzt haben wir wieder umgedreht auf Krafttraining, Schnelligkeitstraining und 1-2 Läufe, wobei einer auf freiwilliger Basis ist. Und ja, so machen wir das. Und jetzt, wie gesagt, sie machen jedes Programm circa 2-3 Wochen und dann gehen wir in ein neues Programm. Dass das jetzt nicht top professionell ist, das weiß ich, aber wie gesagt, ich bin da jetzt auch kein Athletiktrainer, aber die Burschen, wenn ihnen was fehlt, werden sicher was noch dazu machen. Die sind sehr, sehr gut in dem Punkt, weil wir haben ja auch unter der Saison immer nur 3-mal trainiert und waren eigentlich körperlich, wenn nicht sogar die stärkste Mannschaft. Haben auch viele Leute mir nicht geglaubt, wenn ich ihnen das erzählt habe, dass die Eberl davon nur 3-mal trainieren. Also das gibt es ja nicht, in der Regionalliga trainiert jeder 4 bis 5 Mal. Ich habe gesagt, nein, Schelko, das ist ja nicht 3-mal. Aber man sieht, man kann auch in 3 Trainings sehr viel verpacken und mitgeben.
Immerhin ist man Meister geworden und jetzt Dritter, und in der Vorsaison war es ja auch nicht so schlecht. Wo ich noch zurück wollte, ist Fußball, der Ball rollt ja wieder, die Bundesliga-Vereine dürfen wieder trainieren, sind in Kleingruppen am Platz unterwegs. Was ist da der Unterschied zwischen der Bundesliga und der Regionalliga? Warum darf man in der Regionalliga in Kleingruppen nicht trainieren? Okay, dann hat man vielleicht nicht die Tests, aber nicht alle haben sich testen lassen. Verstehst du das? Na, ich sehe es auch so wegen den Tests. Ob sich jetzt alle getestet haben oder nicht, das weiß ich nicht. Ich habe mich jetzt damit nicht befasst. Ich bin jetzt mehr auf der alten Ton unterwegs mit meiner Tochter und beschäftige mich nicht so viel mit Fußball. Und das mache ich jetzt auch ein bisschen dir zuliebe, muss ich sagen. Und ja, ich habe mich damit nicht beschäftigt. Ich weiß halt einfach nur, dass die Amateurteams diese Tests sicher nicht bezahlen können, dass das alle Vereine in Ruin bringen wird. Und dadurch, glaube ich, ist das der Unterschied, ja. Okay. Weil du gerade gesagt hast, du bist jetzt lieber mit der Tochter auf der alten Donau, mit der Frau auf der alten Donau unterwegs. Irgendwann wird ja der Fußball wieder rollen. Mhm. Ist das mit oder ohne Željko Rostić? Ich lasse auf mich zukommen. Wie gesagt, ich genieße die Zeit jetzt wirklich sehr. Ich lasse auf mich zukommen. Ich habe überhaupt keinen Stress. Früher war es halt so, dass ich gesagt habe, boah, wo könnte ich wieder Trainer werden? Das habe ich jetzt überhaupt nicht. Vielleicht ist es auch der Fall, weil keine Fußballspiele sind jetzt im Amateurbereich oder allgemein im Fernsehen. Vielleicht kommt das dann mit den Spielen, aber jetzt, dass ich mich stresse, ob ich dort Trainer werde oder dort Trainer, ist nicht der Fall, muss ich ehrlich sagen. Aber kannst du so, erkennt deine Frau dich jetzt wieder, wenn du von der Arbeit heimkommst, so ganz gelassen, ohne Druck, ohne... Du bist ein ganz gelassen wäre übertrieben, glaube ich. Das du bist ein intensiver Trainer. Also man sieht dich auf der... Ich habe mit Damir Kanadi übrigens auch über dich gesprochen. Er hat dich auch in höchsten Tönen gelobt, muss man sagen. Wie viele andere auch was das Training betrifft. Er hat gesagt, das Einzige, wo er noch lernen muss, aber das hat er auch müssen, ist in der Impulsivität. Aber das liegt vielleicht an der Herkunft. Aber wie ist das jetzt auf so? Kaiser, was? Wahrscheinlich. Also, alle Kaiserwunder sind wahrscheinlich so. Aber wie ist das so? Ist das wirklich so ein Unterschied jetzt da? Man macht sich auch viel weniger Gedanken darüber. Ja? Man kommt ganz anders nach Hause. Du stehst jetzt nicht im Stau Richtung Ebrechtsdorf jeden Tag oder jeden zweiten Tag. Ist das wirklich ein Lebensgefühl, wo man sagt, okay, mir geht es besser, obwohl mir der Fußball eigentlich ja gar nicht fehlt oder doch fehlt? Wir Trainer oder alle, die was im Fußball tätig sind, lieben den Fußball, das ist eh ganz klar. Ja. Jeder Trainer nimmt das halt anders auf, wie er mit dem Druck umgeht. Ja. Jeder ist da halt anders, jeder ist anders auf der Linie. Ich sage halt jetzt, zur Zeit geht es mir sehr gut. Ich weiß nicht, wie es mir in einem Monat geht ohne Fußball. Aber es ist jetzt das erste Mal, seit ich Trainer bin, dass ich mir keinen Druck setze, irgendwo Trainer zu werden. Ja. Und da bin ich halt auch an der Cotting Braun und an der Ebrechtsdorf sehr, sehr dankbar, dass ich mich dort entwickeln habe können als Trainer und Erfolge feiern habe dürfen. Vielleicht hat man das ein bisschen eine Last weggenommen. Ja? Das kann auch sein, dass ich mir jetzt nicht immer unter Druck setze, irgendwas beweisen zu wollen oder machen zu wollen. Ja? Vielleicht ist das auch der Punkt. Keine Ahnung, wir werden es sehen dann in näherer Zukunft. Jetzt muss man dich ja abstempeln, also diesen Stempel bekommst du jetzt von mir. Als der erfolgreichste oder einer der erfolgreichsten Trainer der Regionalliga in den letzten Jahren. Jetzt hat man schon gesehen, wenn man in der Regionalliga Erfolg hat, als Trainer oder als Spieler, gibt es immer dieses Sprungbrett nach oben. In Ebrechtsdorf hat das zuletzt immer die Spieler betroffen, aber auch Trainer mit Goran Djuricin zum Beispiel. Ist das für dich auch etwas, wo du zum Beispiel sagst, ich schiele, ich meine, du hast einen guten Job, wir wissen das alles, aber schielt man da irgendwie auch dann zweite Liga, erste Liga, Ausland von mir oder irgendwo hin, dass man sagt, okay, ich möchte vielleicht Profitrainer werden? Ist das für dich so ein Wunsch oder sagst du, ich nehme alles an, ich könnte mir auch vorstellen, jetzt in der Wiener Liga zu trainieren, wenn es mir Spaß macht, wenn das passt, dass rundherum die Entwicklung stimmt, meine Philosophie dort einbringen kann? Jeder Trainer hat das Ziel, irgendwo raufzukommen, so auch ich, ganz klar. Ja, aber wie gesagt, ich lasse alles auf mich zukommen, aber zweite Liga oder erste Liga oder Ausland auch, ja, was halt ganz schwierig ist, das kann ich mir nicht vorstellen, aber vielleicht mit Damir einmal, ja, weil wir uns sehr gut verstehen, ist auch eine Möglichkeit, aber genauso ist es möglich, in einer Landesliga zu trainieren, wenn man
wie man dort seine Ideen rüberbringen kann, ist auch möglich. Ja. Aber jeder Trainer, der was ist wurscht, anfängt mit dem Trainerschein, hat das Ziel, Profitrainer zu werden, genauso wie ich, ganz klar. Damir hat es ja vorgemacht, ne? Der hat ja wirklich von der Wiener Liga sich hochgearbeitet, wurscht dann Lok Moskau und so Spaß, bis Griechenland und wieder zurück, zweite deutsche Bundesliga. Also seinen Weg, glaube ich, sind sehr selten Fußballtrainer gegangen. Ich habe mir es ja auch angeschaut, das Interview mit euch beiden, aber er hat halt auch gesagt, dass er 6 Jahre braucht hat, dass er wieder das Niveau hat, auf diesem Level zu leben, ja. Wo er einmal war, wo er bei Polizei, Feuerwehr oder FAC mit dem Hausmeisterjob war. Also man muss in Hut ziehen vom Dami, also der ist all in gegangen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich all in gehen würde. Okay. All in gehen, gut. Das heißt, wenn jetzt ein Verein kommen würde, interessiert ist, Jack Rustic als Trainer zu bekommen oder zu haben ab August, sagen wir jetzt einmal, wenn die neue Saison wieder normal starten könnte, könnte sich Jack Rustic eine Rückkehr wieder auf die Trainerbank vorstellen. Uns, ja, ja. Für uns wäre es natürlich gut. Wie bitte? Für uns wäre es natürlich gut. Also wenn das in der Ostliga sein sollte, wir hätten wieder unsere tollen Interviews. Das glaube ich dann. Und ein paar Auszucker vielleicht noch dabei und so. Also nein. Ja, aber die werden wir schon auszulassen. Ja. Aber wenn nicht, dann gibt es ja immer noch eine Position neben mir, die heißt dann Experte. Bom. Ja, da darfst du halt dann nicht so oft und so viel reinschreien, ja. Oder halt mit irgendwem streiten oder so, da müssen wir halt dann. Kannst mich erzählen, ein bisschen, kannst mich beruhigen. Genau, schick. Eigentlich wollten wir ja das Interview machen in dem Gasthaus, wo du mit Flo Heidvogel einmal warst, aber da war das. Nein, wir können am 15. Mai wieder eins machen, wenn es geht. Aber du sitzt am gleichen Sessel. Ja, der war utopisch, der war super. Nein, wir wissen, wir haben mit Jack Rustic schon viel Spaß gehabt. Abseits des Fußballplatzes, am Fußballplatz, eigentlich überall. Ich kann mich eigentlich nur bedanken bei dir für die Zusammenarbeit. Auch wir kennen uns ja schon sehr lang, wir haben ja selber zusammengespielt. Leider warst du meistens verletzt, aber ja. Ist als Trainer wahrscheinlich auch immer so gewesen mit Zirkel und sonstiges. Das kommt jetzt vielleicht seltener vor, oder? Hast du noch Rückenbeschwerden, Zirkel und so? Hast du noch diese Beschwerden jetzt, oder? Jetzt habe ich ein Knieproblem. Jetzt bin ich in letzter Zeit oft Mineral gefahren. Jetzt tut das Knie ein bisschen weh, aber Alterserscheinungen, aber das war bei mir mit 20 auch schon der Fall. Wollte ich gerade sagen, also das hat mit dem Alter bei dir nichts zu tun gehabt, ja. Damit war es nicht anders. Ja? Aber ist okay. Checo, ich sage danke für das lockere Interview, danke dafür, dass du dir Zeit genommen hast, nochmal über den ASK Ebersdorf mit uns zu sprechen und auch vielleicht über die Zukunft. Vielleicht meldet sich ja der eine oder andere Verein oder vielleicht sogar Damir Kanadi, wenn er wieder irgendwo Trainer wird. Der will ja im Sommer wieder angreifen. Ich bin gespannt. Checo, ich sage danke. Danke und viel Spaß und viel Glück noch in der weiteren Karriere als Trainer. Danke, dir auch. Danke, alles Gute. Gell? Ciao, alles Gute. Tschüss, Marco. Ciao. Bei Ihnen bedanke ich mich natürlich fürs Einschalten. Checo geht schon, packt schon zusammen. Wir sehen uns wieder in der dritten Liga.